Mein Name ist Sabine Fries und ich heiße dich herzlich willkommen auf meiner Seite. Themen und Fragestellungen, die mich bewegen und zu denen ich Menschen begleite, sind unter anderem Do more of what makes you happy. What is your why? Was ist der Sinn deines Handelns, deines Tuns, deines Lebens? How is your balance? Mindful or mindful? Und New Work, Reinventing Organizations. Wenn diese Themen für dich ebenso interessant sind, für sie, für ihre Organisation, dann sollten wir uns kennenlernen. Fragen, die ich meinen Kunden gerne stelle, sind zum Beispiel: Bist du häufig im Funktionsmodus, im Autopiloten, spürst dich nicht wirklich, nimmst dich nicht gut wahr und möchtest gerne mehr Bewusstsein, mehr Bewusstheit im Alltag trainieren? Bist du unglücklich und unzufrieden? Siehst keinen Weg raus aus der Spirale hin zu deiner eigenen Freude, zu deinem eigenen Glück? Du kennst deine eigenen Stärken und Talente nicht, weißt nicht, ob du im richtigen Job, im richtigen Leben bist, womit du wirklich leuchtest. Du wünschst dir wertschätzende, nährende Beziehungen, Beziehungen auf Augenhöhe. Was ist der rote Faden in deinem Leben? Was ist der Sinn deines Lebens, dein Lebensplan? Vielleicht magst du dir jetzt schon die Frage stellen von Mary Oliver: Was willst du tun mit deinem einen wilden und kostbaren Leben? Anstatt rückblickend mit 90 auf dem Sterbebett zu sagen: Mist, das habe ich mir anders vorgestellt. 10 Jahre als Trainerin, als Coach, als Kursleiterin und Organisationsberaterin mit den Schwerpunkten Mindfulness, Achtsamkeit haben mich ebenso wie mein persönlicher Weg zu einer echten Expertin in diesen Themen werden lassen. Ich verstehe mich für Sie als Impulsgeberin, als Sinnstifterin, Bewusstseinsentwicklerin, als Vermittlerin in schwierigen Gesprächen und auch als Begleiterin in transformatorischen Prozessen. Es geht um den Umgang mit Veränderungen, um Transformation, dein Leben verändern, den Arbeitsplatz, die Organisation. Es geht um dich selbst, surfen lernen mit all dem, was uns tagtäglich begegnet. Achtsam, glücklich, in Balance. Für den Bereich Mindfulness habe ich dazu mit einer Kollegin ein Buch geschrieben, Achtsamkeit im Job. Mit der Mission Mindfulness und Happiness unterstütze ich dich, zusammen mit meinen Kollegen und meinem Netzwerk, sowohl in Trainings als auch in Blended Learning Programmen, in Coachings, in Retreats und als Organisationsberaterin im Kulturwandel. Ich freue mich auf unser Kennenlernen.